Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Zu meiner Rechten sehen Sie das Festspielhaus und dann auf der anderen Seite zu meiner Linken die Königsschlösser. Und wo ich stehe, ja, das haben Sie vermutlich sogar schon erraten, ich stehe mitten im Forgensee. Der ist im Moment noch trocken, so wie jeden Winter. Es könnte allerdings dieses Jahr sogar so sein, dass der trocken bleibt. Denn der Damm muss saniert werden. Und wenn der See trocken bleiben sollte, dann hätte das natürlich auch Konsequenzen. Jeden Winter wird das Wasser aus dem Forgensee gelassen, damit er dann im Frühjahr das Schmelzwasser aus den Bergen aufnehmen oder auch mal Starkregen auffangen kann. Dieses Wasser wird dann durch den Damm aufgestaut und kontrolliert an den Lech abgegeben. So wird Hochwasser vermieden oder in Trockenzeiten werden auch mal Wasserreserven abgegeben. Und dabei wird ganz nebenbei auch noch Strom für rund 48.000 Haushalte gewonnen. Theodorus Räumschüssel ist von der Betreiberfirma des Damms, der Uniper Kraftwerke GmbH, und erzählt uns etwas zu den Hintergründen. Der Damm hier in Roßhaupten macht jetzt 64 Jahre seinen Job. Das heißt, er hat 64 Jahre einen unterschiedlichen Wasserspiegel im Forgensee zu bändigen. Und es bedeutet auch 64 Jahre auf und ab und immer wieder unterschiedlicher Wasserdruck. Insgesamt wird der Damm mit 50 Messstellen kontrolliert. Und einige dieser Messstellen haben in den letzten Jahren Hinweise gegeben, dass der Damm Teile des Damms, sogenannte Klüfte, in denen Sande oder auch anderes Material drin ist, ganz langsam minimal ausgespült werden. Das ist überhaupt nichts Besorgniserregendes, aber gibt uns den Hinweis, was zu tun. Der Damm besteht aus mehreren Schichten, zum Beispiel aus Lehm, Kies und Sandstein. Durch den immer schwankenden Wasserdruck werden ganz kleine Hohlräume, Klüfte genannt, mit der Zeit immer weiter ausgespült. Das haben die Messsensoren rund um den Damm registriert und darauf wird jetzt reagiert. 20 Millionen Euro wird die Sanierung voraussichtlich kosten. In der ersten Bauphase soll jetzt noch genauer herausgefunden werden, welcher Druck im Damm an verschiedenen Stellen herrscht und wie die Gesteinszusammensetzung ist. Dazu finden in diesen Tagen kleinere Bohrungen an bestimmten Stellen statt, wie an dieser Stelle zum Beispiel. Wo der Damm besonders geschwächt ist, werden dann sogenannte Injektionen eingebracht, das heißt, es wird Zement eingegossen. Dieses Einbringen des Materials, also diese Injektionen, geben uns aufgrund des Druckverhaltens und wie schnell die Injektion drin ist und auch aufgrund der Bohrung, wie schnell können wir die Bohrung einbringen, geben uns sehr, sehr viele Hinweise über die Zusammensetzung des Damms nochmal. Und diese werden wir auswerten und entsprechend dieser Auswertung werden wir dann auch die nächste Phase ansetzen und dann nochmal fein planen. In der nächsten Bauphase soll dann nämlich der Damm über die komplette Länge in der Mitte der sogenannten Dammkrone aufgefräst werden. Das wird ungefähr da sein, wo der Schatten der Leitplanke verläuft. Und das sind immerhin 320 Meter. Da wird dann eine sogenannte Schlitzwand eingelassen. Diese Betonschlitzwand hat eine Mächtigkeit, eine Stärke von 80 cm und wird 40 Meter in den Damm hineinreichen plus weitere 35 Meter in das darunterliegende Erdreich. Das heißt, die Betonschlitzwand wird insgesamt 75 Meter hoch sein oder tief sein, wie wir sagen. Doch er wird nicht auf einmal komplett aufgefräst werden, sondern immer in Abschnitten. Im Groben betrachtet kann man sich vorstellen, dass wir von außen beginnen, aber eben nicht in einem regelmäßigen Rhythmus dann nach innen arbeiten, sondern eben immer eins überspringen und dann wieder zurück. Also es wird mit zwei Geräten gearbeitet werden von beiden Seiten abschnittsweise. Wenn der Damm aber aufgefräst wird, hat das nicht Auswirkungen auf die Stabilität? Nein, das hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Damms. Der Damm hat unten eine Weite von 170 Meter. Allein schon die Dammkrone ist 10 Meter breit. Das heißt, wenn da mal für, ich sage mal, ein paar Stunden ein Schlitz von 80 cm auf ist, spielt es überhaupt keine Rolle für die Festigkeit des Damms. Und außerdem kommt ja in dem Moment, wo das Bohrgerät rauskommt und da Platz wäre, kommt ja sofort die Zementsuspension rein, die auch einen Druck hat und die das sofort von unten heraus verfestigen wird. Um da überhaupt reinfräsen zu können, braucht es schweres Gerät und vor allem auch großes Gerät.
Darum wird der Damm für die Dauer der Bauarbeiten komplett gesperrt, sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger. Weil wir aber wissen, dass es für Wanderer, Radfahrer und alle, die eben also so unterwegs sind, dass die Umwege noch viel stärker zu Buche schlagen würden, wird es für Radfahrer und Wanderer eine Umleitung geben, die nicht über den Damm, sondern seitlich am Damm entlang stattfinden wird. Da werden wir einen Weg, der quasi am Dammhang ist, den werden wir so ausbauen, dass er für Wanderer und Radfahrer benutzbar ist. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich mindestens bis Ende des Jahres dauern, eher noch bis ins Frühjahr 2019. Der Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer soll hinter der Baustelle seitlich den Berg runter und dann auf eine Abstufung des Damms verlaufen und dann wieder seitlich am Damm hoch zurück auf die Straße führen. Für die Autos ist die Umleitung nicht so nah am Damm möglich, sie verläuft weiträumiger. Und das hat besonders Folgen für die Gemeinde Halbblech. Rund 400 Menschen pendeln jeden Tag über den Damm. Er ist die kürzeste Verbindung zwischen der Gemeinde Halbblech und Roßhaupten, erzählt uns Bürgermeister Johann Gschwill. Probleme kriegen wir wahrscheinlich, oder das haben wir dann mit unserem Schulbus, weil unsere Kinder müssen in die Haupt- und Mittelschule nach Roßhaupten fahren. Die müssen jetzt diesen Umweg in Kauf nehmen mit einem Zusatzbus, wo die RVA dann organisiert. Ungefähr 15 bis 20 Minuten müssen sie halt dann länger fahren, in der Früh früher fahren und mittags kommen sie dann später nach Hause. Beziehungsweise haben wir natürlich noch Probleme mit unseren Landwirten. Wir haben einige Landwirte auf unserer Gemeindeseite, wo wir auch einen Betrieb haben, eben in auf der Roßhauptner Seite, die müssen natürlich mit ihren Traktoren das Ganze jetzt anders organisieren, weil sie diesen Umweg nicht in Kauf nehmen können. Der Umweg bzw. die Umleitung führt jetzt entweder über Lechbruck oder Füssen. Wobei ja gerade Füssen eh schon mit sehr viel Verkehr zu kämpfen hat, besonders im Sommer. Doch die Dammsanierung bringt noch weitere Probleme mit sich, nicht nur in Sachen Verkehr. Es ist nämlich nicht sicher, ob der Forgensee während der Bauarbeiten überhaupt aufgestaut werden kann, also ob der See dieses Jahr noch Wasser bekommen wird oder nicht. Das wird sich erst nach den ersten kleinen Bohrungen und Auswertungen der Messungen herausstellen. Bleibt der See leer, dann hätte das natürlich große Auswirkungen auf den Tourismus. Gerade deswegen, weil wir wissen, dass der See eine touristische Bedeutung hat, gehen wir überhaupt den Schritt dieser Vergleichzeitigung. Das heißt, rein bautechnisch wäre es für uns sehr viel einfacher zu sagen, der See bleibt den Rest des Jahres leer und wir machen in aller Ruhe unsere Erkundungsbohrungen und Injektionen und dann die Schlitzwand. Aber weil wir eben gerne die touristische Bedeutung unterstützen wollen, haben wir uns eben vorgenommen, den Aufstau möglich zu machen. Nicht nur der Tourismus würde leiden, sondern damit auch viele Anwohner. Denn viele leben im Sommer mehr oder weniger vom Forgensee und auch von dessen Touristen. Täglich kommen viele Radfahrer und auch Wanderer am Damm vorbei. Davon profitieren Kioske an der Strecke. Oder auch Campingplatzbetreiber am See. Und natürlich wäre auch besonders die Forgenseeschifffahrt betroffen. Harry Keller zum Beispiel. Also einen Plan B haben wir immer in der Tasche, wobei wir den hoffentlich nicht brauchen diesen Plan B. Wir sind sehr guter Hoffnung, dass der erste Bauabschnitt bis Ende Mai erfolgreich abgeschlossen wird, dass der See dann auch bis zum Anfang Juni aufgestaut wird. Wir sind ja momentan mitten in unseren Revisionsarbeiten und unser Fahrplan oder unser Zeitplan ist genauso ausgelegt, dass die Schiffe bis zum 1. Juni fertig sind, dass wir auslaufen können. Also wir gehen davon aus, dass es was wird. Gut, eine Woche hin oder her kann sich vielleicht schon verzögern, aber wir sind sehr guter Dinge. Positiv denken ist also bei den Schifffahrern angesagt. Und auch Füssens Tourismusdirektor Stefan Friedelmeier geht erstmal davon aus, dass der See trotzdem befüllt werden wird. Vielleicht nur etwas verzögert. Und ich hoffe, dass man auch als Urlauber dann hier im Allgäu erkennt, okay, der Forgensee ist ja eh ein besonderer See. Also ich meine, durch den leeren Forgensee zu laufen, hat ja auch was. Und noch die Reste der alten Via Claudia Augusta dann noch zu sehen und zu erleben zu können im Sommer, was ja normalerweise im Sommer nie möglich ist, ja, ist ja auch eine Situation. Vielleicht können wir daraus noch etwas Positives drehen, vielleicht ein paar Wanderungen dann durch den leeren Forgensee anbieten, wenn der Aufstau einfach später erfolgt. Müssen wir uns überlegen. Für den Fall der Fälle, also einen leeren Forgensee im Sommer, müssen sich jetzt alle was einfallen lassen.
Harry Keller von der Forgensee-Schifffahrt hat da auch schon ein paar Ideen, was in der Zeit gemacht werden könnte und auch müsste. Dann machen wir Arbeiten, die wir schon lange schieben, eben was Revisionen angeht. Also Arbeiten, die nicht ganz so wichtig waren, werden dann gemacht. Und wir sind ja auch bei der Stadt Füssen eben angestellt. Wir werden dann schon aufgeteilt in andere Betriebe, so ist es nicht. Trotzdem kam die Ankündigung über die Sanierung doch recht kurzfristig. Natürlich sind wir auch nicht ganz glücklich, dass die Informationen erst jetzt kommen. Wir hätten uns das zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht, hätte wahrscheinlich in der Konsequenz jetzt nicht die großen Auswirkungen, weil letztlich dann die Maßnahmen so eingetaktet werden müssen, wie sie jetzt auch eingetaktet sind. Man kann ja nicht einfach mal so eine Injektion in die Felsengründung zu jeder Jahreszeit vornehmen. Da wird sich Uniper schon was gedacht haben. Klar ist es spät. Vor rund 2 Wochen ging die Mitteilung darüber raus. Seit nunmehr 64 Jahren gibt es den Damm. Wäre es nicht möglich gewesen, schon früher Bescheid zu geben, dass bald Bauarbeiten nötig sind? In dem Moment, wo uns die Messgeräte Hinweise geben, dass in dem Damm etwas gemacht werden sollte, ist es ganz einfach entsprechend unserer Philosophie gar nicht mehr aufschiebbar, dass wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt dann diese Sanierung eben auch in die Wege leiten. Und wir von der bautechnischen Seite und von der Sicherheitsphilosophie her sind gerade glücklich, dass es uns gelungen ist, so schnell getaktet auch die Baufirma zu bekommen, die diese Sanierung vornehmen kann. Also Safety first, und da kann man nicht mit einer langen Ankündigungsfrist arbeiten. Also auch wenn die Sanierung natürlich Nachteile mit sich bringt, nach 64 Jahren Betrieb war die einfach notwendig. Und ist die Schlitzwand endlich im Damm, dann hält er auch wieder Jahrzehnte. Und ob der See während der Bauarbeiten wirklich trocken bleiben muss, das ist ja auch noch nicht entschieden. Und ob die Schiffe der Forgensee-Schifffahrt dieses Jahr auf dem Trockenen bleiben müssen, das wird sich voraussichtlich Ende Mai entscheiden. Das war's auch schon wieder von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Bis zum nächsten Mal.